jetzt die Chance für Linz und das ist der Ausgleich. Minute 1:1 und das war eine schöne Aktion. Eingeleitet vom Baumgartlinger Daniel Nusovic. Stand der Schuss, den Wolf nicht fangen kann, auch nicht weit genug wegschlagen kann. Und Linz, der ist schnell, das wissen wir, verwertet diesen Abstauber zu seinem. War ein Kapfenberg und der Ball ist drinnen. Kaum ist der Ex-Kapfenberger ins Spiel gekommen, erzielt der Donauwitzer Roland Linz sein zweites Tor und damit steht es in der 65. Minute 2:2. Eckball. Ortlechner legt auf für Linz, der wird nicht richtig attackiert. Das hat Ortlechner sehr schön gesehen, dass Linz hier gut anzuspielen ist, hat es gar nicht direkt und selbst versucht, den Ball mit dem Kopf im Tor unterzubringen. Und Roland Linz macht das sehr alleine gestellt. Möglichkeit für Stankovic und er ist drinnen. Torfestival in Kapfenberg. 3:3. Eine Viertelstunde vor dem Ende. Nur 3 Minuten. Nach der Führung für die Kapfenberger, diese Aktion Linz, guter Haken, Stankovic ganz frei, aber mit einem Maßschuss, da hat Raphael Wolf auch keine Chance, ebenfalls direkt genommen ins rechte Kreuzeck, super Schuss von Stankovic. 5. Tor bereits.